Heute habe ich vor, euch mal zu zeigen, wie man einen Adventskranz fast nur mit Naturmaterialien erstellen kann. Ja, und mein Grün befindet sich hier bereits auf meinem Arbeitstisch. Jedenfalls haben wir hier Grün einer Nordmann-Tanne, Grün der Nobilis-Tanne. Dann habe ich hier etwas Buchsbaumgrün. Da hinten befindet sich Zypressengrün und last but not least etwas Grün von einer Thuja. Ja, und als Basis für meinen Kranz werde ich jetzt gleich diesen 25 cm großen Strohkranz verwenden. Ja, und bevor ich jetzt hier mit meinem Kranz loslege, werde ich mir mal zunächst mein Tannengrün ja grob zurechtschneiden. Ich nehme das jetzt hier erst einmal von dem, ich sag mal, Haupttrieb ab, also halt diese ganzen seitlichen Zweige. Ich schneide mir aber jetzt noch nicht alles ab, weil ich halt auch noch nicht genau weiß, wie viel Grün ich letzten Endes für den Kranz benötige. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, jetzt erstmal hier so grob abschneiden. Das schmeiße ich jetzt erstmal beiseite. So, das kann da hinten hin. Dann haben wir ja hier Thuja-Grün. Da muss ich mal gucken, das muss stellenweise nachher auch noch eingekürzt werden von der Länge her. Weil mein Grün soll im besten Falle nicht länger als 15 cm sein. 20 kann man auch machen, aber das wäre jetzt für diesen kleineren Kranz dann doch einen Tacken zu groß. Auch hier bei der Nobilis-Tanne, da muss ich gleich mal gucken, wie lang will ich es haben. Den hier können wir schon mal kürzen. Wenn man jetzt solche unschönen Enden haben sollte, könnt ihr einfach nochmal Grün drüber legen, dann sieht man das nachher nicht. Aber meistens schneide ich mein Grün auch erst so im Laufe des Prozesses zurecht. Ja, und das hier ist auch eine Zypressenart, so eine richtig schöne giftig grüne. Nehme ich auch hier easy peasy die seitlichen Triebe mal ab. Diese ganz langen würde ich vielleicht noch nicht sofort alle abschneiden. Die kann man dann besser für Projekte aufheben, wo man halt so ein längeres Grün benötigt. Ich möchte jetzt bei der hier vorzugsweise die kürzeren Ästchen abschneiden. Ne? Noch nicht diese mega langen, die da oben sind. Ja gut, Buchsbaum habe ich jetzt schon im Garten dementsprechend mir auch eingekürzt. Sowas hier, das wäre jetzt auch zu lang. Eben etwas kürzen. Das hier kann man auch kürzen. Jetzt gucke ich mal eben für euch, wie lang das Buchsbaumgrün überhaupt ist. Ja, in meinem Fall passt das jetzt schon mal soweit. Wie gesagt, ich möchte es nicht länger als 15 cm haben. Im optimalsten Fall hätte es sogar nur 10 cm. Wird man aber nicht immer hinbekommen. Wow, der Arbeitstisch, der wird hier echt zu klein auf Dauer. Okidoki, dann schnappe ich mir jetzt mal Bindedraht. Wo habe ich ihn denn jetzt hingetan? Wo ist er denn? Ich muss echt mein Bindedraht suchen. Mein Bindedraht habe ich jetzt am Start und den werde ich jetzt mal an irgendeiner Stelle von meinem Strohkranz befestigen. Das ist jetzt auch wirklich vollkommen egal, an welcher Stelle eures Kranzes ihr diesen Bindedraht jetzt dran macht. Den Anfang, den stecke ich jetzt ganz entspannt in meinen Strohkranz hinein. So, zack. Okay, jetzt mache ich mir mal meine ersten, ich sage jetzt mal, Bündelchen zurecht. Ich habe mir das Ganze jetzt folgendermaßen vorgestellt. Ich werde die Nordmann-Tanne kombinieren mit der Zypresse und darauf kommt dann etwas Buchs. Ja, jetzt geht es hier wieder los, ne? Also wie gesagt, Nordmann-Tanne, Zypressengrün und obendrauf Buchs. Und dann habe ich mir gedacht, die Nobilis-Tanne kombiniere ich mit dem Thuja-Grün, ne? Weil die beiden sind so etwas, ich sag mal, blaustichiger als das Grün hier. Finde ich persönlich, ist jetzt eine ganz gute Kombination. Man hätte jetzt theoretisch gesehen noch anderes Grün hinzuholen können, zum Beispiel ja so ein blaustichiges Wacholdergrün. So, Sträußchen haben wir am Start. Ich achte da auch immer darauf, dass das hier am Ende so einigermaßen gleichmäßig abschließt. Hier haben wir den Bindedraht und lege mir das jetzt hier mal auf meinen Bindedraht drauf. Ich persönlich wickele das Ganze immer am liebsten zweimal mit meinem Bindedraht fest. Weil, ja, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach hält das Ganze dann geschmeidiger, als wenn ihr das jetzt nur einmal festwickeln würdet. Zieht das auch gut stramm. Und ich achte auch immer darauf, dass man hier an den Seiten und auch an der Innenseite nachher nicht mehr den Strohkranz sehen kann. So, Bündel Nummer 2 mache ich jetzt mal zunächst an die Außenseite. Dann kommt noch ein Bündel an die Innenseite. Und bei der Innenseite, da könnt ihr ruhig immer kürzeres Grün verwenden als an der Außenseite. Weil hier der Weg an der Innenseite ist ja geringer als an der Außenseite. Was ich auch manchmal mache, damit ich das hier immer so einigermaßen auf gleicher Höhe immer alles habe. Was wollte ich euch jetzt erzählen? Ich lasse hier die Außenseite dann teilweise auch mal aus. Ja, ich sage ja, jetzt geht es hier wirklich wieder los. Ne? Also wie gesagt, die Außenseite lasse ich dann manchmal aus, damit ich hier immer so, wie gesagt, auf gleicher Höhe arbeiten kann.
Ja, und das nächste Grün, also wenn ich hier die Innenseite fertig habe, das wird dann versetzt nach unten hin draufgelegt werden. Ne? Ich muss ja hier komplett mal drumherum kommen. Mache ich dann so einen Tacken tiefer als jetzt dieses Grün und dann halt immer so weiter, hier ein Bündel, da ein Bündel und halt bei der Innenseite ein Bündel. Aber ich denke, ich werde das Ganze jetzt auch mal für euch etwas beschleunigen, weil das dauert hier eine Weile, bis ich damit fertig bin. Zum Thema Tannengrün, man kann dann auch ruhig mal zwei so einzelne mal einfach nebeneinander legen. Wo habe ich jetzt hier meinen Thuja-Grün? Da haben wir Thuja-Grün. Das kann jetzt ruhig etwas kürzer sein, ist ja eh für die Innenseite gedacht. Leg mir das da auch mal hin und wickel das fest. So, und jetzt hauen wir mal den Zeitraffer rein. Ich werde euch jetzt mal den Abschluss meines Kranzes zeigen. Ja, und in der Zwischenzeit musste ich mir auch an meinem Kranz neuen Draht befestigen. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Ja, jedenfalls wird jetzt der Anfang von meinem Kranz angehoben und das Grün schiebe ich mir jetzt unter den Anfang meines Kranzes. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass ich mir den Anfang meines Kranzes jetzt hier nicht aus Versehen volle Pulle mit festwickel. Da würde ich jetzt auch nur noch einmal drumherum wickeln. Und ich mache das jetzt so lange mit dem Drunterschieben des Grüns, bis mir halt hier in diesem Bereich die Fülle soweit zusagt. Ne? Halt den Anfang des Kranzes anheben und dann zack, das Grün einarbeiten. Aber ich muss hier auch noch etwas zurechtschneiden. Mit meinem Kranz bin ich jetzt soweit fertig, drehe mir den Kranz um und schneide meinen Bindedraht mal ab. Ja, und der Bindedraht, der wird jetzt mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht, ja, ich sag mal, verfriemelt werden. Und das Ende von dem Bindedraht stecke ich mir dann auch einfach wieder ganz entspannt in den Kranz hinein. Hier könnt ihr sehen, da hatte ich halt nochmal einen Bindedraht dran befestigt, weil der war einfach, ja, zu Ende gegangen. Und wie bereits erwähnt, das Ende stecken wir da jetzt ganz entspannt auch wieder hinein. Ja, und nun kann man mal seinen Kranz überprüfen, ob man noch an irgendwelchen Stellen hier irgendwo nachher den Strohkranz erkennen könnte. Sollte das jetzt bei euch der Fall sein, dann wird das Grün hier nur so hinuntergesteckt werden oder eingesteckt werden. Das wird jetzt nicht mehr irgendwie mit dem Bindedraht befestigt werden. Auch so Reste, die man jetzt hier noch auf dem Tisch haben sollte, so ganz kurze, kann man da jetzt auch noch mit einarbeiten. Ja, und dann kann man sich auch mal wiederum Gedanken machen, wie man den Kranz gerne weiter dekorieren möchte. Bevor ich jetzt meinen Kranz weiter dekoriere, werde ich zunächst mal meine Kerzenhalter platzieren. Die haben jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 6 cm. Ja, und die anderen Materialien, die werden gleich mit der Heißklebepistole befestigt werden. Jedenfalls habe ich hier Tannenzapfen, Zapfen einer Schwarzkiefer, Bucheckern. Das hier sind Walnüsse. Ich wollte jetzt gerade Haselnüsse sagen, aber nein, das sind Walnüsse. Dann haben wir hier Orangenscheiben. Eventuell kommen diese Zierquitten hinzu. Was ich aber auf jeden Fall auch noch einarbeiten werde, sind diese kleinen Zieräpfel. Und die Materialien werden, wie bereits erwähnt, mit der Heißklebepistole befestigt werden, nachdem ich die Kerzenhalter eingearbeitet habe bzw. ja, gesetzt habe. Jetzt fehlen nur noch meine Kerzen und dann bin ich auch fertig mit meinem Kranz.
Im Übrigen sind das jetzt auch wieder selbstlöschende Kerzen. Ansonsten könnt ihr auch einfach die LED-Kerzen verwenden. Und eine Sache wollte ich euch auch noch erzählen. Wenn euer Kranz jetzt auf einer empfindlichen Fläche stehen sollte, dann lieber darunter nochmal einen Teller platzieren, ne? Sicher ist sicher. Ja, und alle benötigten Materialien für diesen Kranz findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!